Der 1. Februar 1997 war in der langen Geschichte der Unternehmensgruppe der Eurothermen-Ressorts ein wegweisender. An diesem Tag trat Generaldirektor Markus Achleitner seinen Dienst bei der vormaligen Schwefelbad Schallerbach GmbH an. Der Beginn einer Never-Ending-Erfolgsstory. Wir haben 2000 diese Saunaanlage des Relexium gebaut. Das ist so gut gegangen, dass wir dann 2001 so, glaube ich, 5 meistbesuchte Therme waren und haben dann dieses Eurothermen-Ressort-Projekt entwickelt. Weil das gut gegangen ist, kam der Landeshauptmann und gesagt, du, Ischl und Hall, da haben wir auch so Probleme, tun wir es zusammen, sanieren wir das. Wir haben die Thermenholding gegründet, 2010, 2011 haben wir dann da in Schollerbach wieder gebaut um 30 Millionen. Das Aquapulco ist Piratenwelt neu, die Cabrio-Therme. Dann kam die Auszeit dazu. Ischl war das nächste, das wir ausgebaut haben. Da haben so viel mitgeholfen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Führungskräfte, die Gemeinde, der Tourismusverband, letztlich die gesamte Region. Also eine wirkliche Freude. Markus Achleitner ist in diesen knapp 22 Jahren mit seinen Ideen fast ständig gegen den Strom geschwommen. Er aber hatte dafür ein ganz besonderes Erfolgsrezept. Wenn es irgendwie geheißen hat, das kehrt so, haben wir gesagt, Moment, dann müssen wir es anders machen. Oder das war schon immer so. Moment, da gibt es ein Problem. Und dann war es mir immer besonders lustig. Ich habe gesagt, na, das schauen wir uns aber genauer an. Und das war, glaube ich, der Weg, dass die Innovationen, kann ich wirklich sagen, war einer der wichtigsten Erfolgsmerkmale in dieser 22-jährigen Eurothermen-Story. Diese Ära geht nun zu Ende. Mit 6. Dezember diesen Jahres wechselt Achleitner vom geschäftsführenden Eurothermen-Holding-Generaldirektor als Wirtschaftslandesrat in die oberösterreichische Landesregierung. Wenn der Landeshauptmann dann dir gegenüber sitzt und sagt, Markus, ich brauche dich fürs Land, dann passiert etwas mit einem, man spürt eine Verantwortung. Ich freue mich schon so darauf, dass ich schauen kann, was wirklich umzusetzen ist und nicht nur reden, sondern tun, was man sagt. Das ist eine wirklich tolle Aufgabe und darauf freue ich mich wirklich sehr. Auch HT1 kann mit Markus Achleitner auf bewegte Jahre zurückblicken. Markus, ich durfte ja mein erstes Interview mit dir machen, wie du nach Bad Schallerbach gekommen bist. Kannst du dich an diese erste Frage noch erinnern? 1997, das war bei der Misswahl, glaube ich, im Aquapulco. Und ich glaube, ich habe gefragt, kann das sein, dass Sie heute Abend gewinnen werden? Bei der Misswahl. Und sein Humor wird auch bei seinen zukünftigen Aufgaben ein treuer Begleiter sein.